Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der History Challenge. Wie ihr seht, befinden wir uns immer noch in der Steinzeit. Und hier haben wir gerade einen Besucher, und zwar den guten Jason. Und ich würde sagen, wir werden ihn jetzt erst einmal hereinbitten. Er ist bestimmt hierher gekommen, um Annelie eben ja bei ihrem Vorhaben zu helfen. Björn kann auch gerne einen Klassenkamerad zu sich einladen. Und ich würde sagen, wir stylen den kleinen K-Stone einfach mal um. So, da steht der gute Kay vor uns und ich würde sagen, der gute Björn wird sich dann erst einmal, ja, um Kay einmal kümmern. Und in der Zeit, wo der gute Jason sich jetzt hier mit Rollo unterhält, lenkt er ihn so gesehen ein wenig ab, denn wir müssen ja gleich auch noch ein wenig Strandgut sammeln und mal schauen, ob wir vielleicht hier schon was verkaufen können, was eben die 200 Simoleons bringt, damit wir uns eben die Dusche kaufen können. Oder ich schau mal ganz kurz, was so eine Dusche kostet. Da müssen wir nämlich eben das Geld einmal sammeln. Und ich würde sagen, wir nehmen uns doch einfach hier die Dusche. Die kostet 880 Simoleons. Ich würde sagen, die liebe Annelie muss einmal die 880 Simoleons sammeln. Ich weiß, dass sie hier, wo war das? Sie hatte hier, genau, den Finger hier einmal von Solani. Da haben wir schon mal 100 Simoleons gesammelt. Und dann brauchen wir nur noch 780. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf ein Blatt Papier auf. So, dann haben wir das nämlich einmal gemacht. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, liebe Annelie, was haben wir hier? Doch gerade irgendwas geblinkt. So, jetzt haben wir schon drei Sachen, die wir weiterentwickelt haben. Drei verschiedene Pflanzen. Und ich glaube, das war es jetzt eigentlich soweit. Wie gesagt, wir werden dann hier nochmal alles ernten. Und dann werden wir uns dann auch noch ein wenig mit dem lieben Jason unterhalten. Und zwar werden wir ihm jetzt hier ein streng vertrauliches Geheimnis enthüllen und sagen, wir brauchen 780 Steine noch, damit wir unseren Plan ja vollenden können. Und vielleicht weiß er ja auch einen Trick. Nein, das machst du jetzt nicht. Moment mal, wir konnten ihn gerade verzücken. Ich will jetzt einfach nur mal sehen, was das ist. Okay, die beiden flirten und er geht auch definitiv drauf ein. Dann werden wir dann jetzt hier erst einmal alle zum Essen rufen. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir ihn in eine Gruppe hinzufügen. Ob wir dann gemeinsam mit ihm Strandgut sammeln können. Ja, können wir machen. Dann würde ich sagen, werden wir dann gleich einmal gemeinsam nach Strandgut wühlen. Und was ist mit... Oh Gott, wer hat sich denn da hingelegt? Ah, okay, das ist Björn, der sich hingelegt hat. Aber lieber Björn, steh doch bitte einmal auf und kümmere dich um dein Hygienebedürfnis. Und dann kannst du ihm einmal nach... Also dann kannst du den guten Kay einmal nach den Tag fragen. So, liebe Annelie, ich gebe dir mal ganz kurz ein bisschen, ja, was an Energie. Und dann werde ich diesen Papiertütentag einmal außer Kraft setzen. So, damit er das eben jetzt nicht die ganze Zeit trägt. Und dann werden wir dann hier einmal gemeinsam ein paar Strandsachen sammeln. Wir werden jetzt erst einmal ein wenig nach Müll suchen, wenn der liebe Jason dann einmal mitkommt. Und dann kann Lagata vielleicht einmal hier ein bisschen was aufräumen, ein bisschen was wegwerfen. Und ich würde sagen, während Lagata und Jason jetzt hier nach Strandgut suchen, machen wir jetzt hier eine Pause und wir sehen uns morgen nochmal. Der nächste Morgen beginnt für die Familie Stone. Und ich habe mich entschieden, da wir nicht wirklich was beim Strandgut finden konnten, dass Annelie jetzt eben über andere Möglichkeiten versucht, an ihre Fähigkeiten, was heißt an ihre Fähigkeiten, an das Geld zu kommen. Ich schau mal ganz kurz. Können wir hier vielleicht schon mal ein wenig Honig sammeln? Denn dadurch geht das Hungerbedürfnis ja eigentlich schon relativ schnell hoch. Wir werden dann auch hier uns ein wenig mit den Bienen verbünden. Ich sehe auch gerade, dass wir schon Honig hatten, wenn ich das richtig jetzt im Kopf hatte. Der gute Rollo kann nämlich dann jetzt hier auch mal ein wenig nach Kleinteilen wühlen, damit die Tonne dann auch jetzt hier ein wenig leerer wird. Da braucht er nämlich dann jetzt nicht mit Annelie zu reden. Wir schicken Annelie dann jetzt einmal los in die Schule und auch sämtliche andere Kids. Und dann schauen wir mal, wie es Alea geht. Ihr geht es eigentlich ja relativ gut. Sie hat nur großen Hunger. In welchem Trimester ist sie denn? Okay, sie hat Entbindung in Fragezeichen stehen. Das heißt also, theoretisch könnte das Baby heute schon kommen. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Was ja auch nicht so schlimm wäre. Jetzt wird Annelies Durchschnitt ermittelt, also wie gut sie in der Schule ist. Die letzte Mathearbeit von Annelie war nicht gerade überragend. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Ich denke mal, wir werden eine Zusatzprüfung annehmen. Und der Lehrer entscheidet sich, Annelie eine kleine Lektion fürs Leben zu geben. Annelie lernt, dass sie von Anfang an hätte härter arbeiten müssen, wenn sie eine bessere Note haben will, anstatt nachher zu jammern. Okay, sehr nett von dir, lieber Mathelehrer. Aber ich kann es ja leider nicht ändern. So, und sobald ihr dann fertig gegessen habt, wird der gute Rollo einmal hier ein Schaumbad nehmen. Björn hat Stefan in der Schule getroffen und jetzt kommt der Postbote vorbei und gibt uns erst einmal die Steinrechnung, die wir dann haben. Kann die gute Alea dann auch mal bezahlen, damit wir da eben dabei sind, weil es ist ja eigentlich nicht so viel, was dann da jetzt verlangt wurde. Dann wird die gute Alea dann einmal hier die Insel ein wenig aufräumen, damit wir das dann auch gemacht haben. Und dann schauen wir mal, was die kleine Gida hat. Wir werden sie dann einmal aufs Töpfchen schicken und dann kann sie ja vielleicht hier einmal ein paar stapeln. Und Alea, hast du die ja schon wieder? Okay, Alea muss ganz dringend auf Toilette. Dann geh du doch bitte einmal, bevor du dir hier wieder in die Hose machst. Und das Huhn schaut der guten Gida auf dem Toilettengang zu. Vielleicht fragt sie sich, was ist das denn? So, dann werden wir dann hier nochmal die Eier einsammeln. Und somit haben wir ein weiteres Brutei. Das können wir ja sehr gerne einmal hier hinlegen in den Stall. So, und dann wird Alea dann hier einmal die anderen Eier verkaufen. Und dann kann sie einmal hier den Stall einmal säubern. Dann kannst du das aber auch bitte direkt einmal wegwerfen. Und dann kannst du dann hier einmal alle Pflanzen gießen. Denn die haben es bitter nötig, sehe ich gerade. Und ich würde sagen, wir können jetzt hier nicht auf das Inventar zugreifen. Aber wir können ja vielleicht einmal noch ein paar Sachen hier anpflanzen. Wie wäre es denn mit ein paar Erdbeeren? Mit ein paar Karotten, die wir dann hier anpflanzen können. Dann kann nämlich die gute Annelie dann gleich auch noch was pflanzen. Gida hat Level 3 der Lauffähigkeit erworben, das ist doch auch schon mal gut. Und dann kann Alea definitiv dann gleich auch mal all ihre verdorbenen Sachen auspacken. Das kann Rollo dann auch einmal machen, sobald er dann hier aus seinem Busch herausgekommen ist. Die Kinder, die sind aus der Schule zurück und ich würde sagen, die gute Annelie wird jetzt hier erst einmal ihr Gemälde fortsetzen. Und dann können wir auch mal schauen, was die Kinder haben. Die Kinder haben eigentlich Hunger. Dann können sie sich jetzt hier erst einmal ein Gericht nehmen. Und dann können sie ja vielleicht auch einmal ein wenig herumschwimmen, damit sie ihre Fitnessfähigkeit dann auch aufleveln. Und jetzt haben einfach, wo haben wir sie denn? Da haben wir die gute Alea. Jetzt haben wir ihr einfach die Wehen eingesetzt. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen Cut. Im nächsten Teil werden wir dann definitiv das Baby willkommen heißen. Ich bin wirklich sehr auf das Geschlecht von unserem neuen Ankömmling gespannt. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst, denn so können wir gemeinsam wachsen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!